Jo Leute, was geht ab? Und willkommen. Wir reagieren heute wieder auf 4-7 mit einem sehr uns bekannten Thema. Arbeitsloser versus Arbeitsamt. Interessant, wir gehen direkt rein. Let's go. Was denkst du, wer gewinnt? Arbeitsloser kann man, glaube ich, schon gut beleidigen, gell? Also sowas wie Steuern und so, weißt du? Ja, deswegen denke ich auch, Arbeitsamt gewinnt. Ja, aber Arbeitsamt kann man auch gut beleidigen. Also ich glaube, das ist schon gut ausgeglichen. Ich glaube, Arbeitsamt gewinnt. Okay. Let's go! Was geht ab, meine Freunde? Mein Name ist 4-7 und herzlich willkommen zu Big Difference. In der heutigen Show haben wir ein ganz, ganz lustiges Battle für euch. Deswegen sammelt schon eure Jobcenter-Briefe, denn heute geht es ins Battle Arbeitsloser gegen Arbeitsamt. Die beiden sind wieder mit Punchlines bewaffnet. Bevor das Video aber anfängt, geht nochmal alle in die Kommentare, like dieses Video und jetzt viel Spaß mit dem Battle. Let's go, so, ich bin hyped. Ich bin hyped, ich will das sehen. Der kriegt dieses Kommentator. Ich will das sehen. Let's go. Sind wir hier? Goal, 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 goal. Seid ihr ready? Und er möchte gerne gegen einen Arbeitslosen battlen. Ja, hast du einen Konflikt mit ihm? Ja, Mann, der kommt immer zu uns aufs Amt und spielt sich auf, als hätte er irgendwas erreicht. Und es wird einfach mal Zeit, ihn wieder zurück auf den Boden zu holen. Geil. Wie viele Bewerbungen hat er schon geschickt in diesem Jahr? Digga, ich sag ihm immer, du musst irgendwas machen, wenn du irgendwo hin willst. Aber er macht so 2-3 im Jahr, Alter. Und dann wundert er sich. Krass. Haben denn Arbeitsamt-Sachbearbeiter Punchlines am Start? Safe. Geil, geil. Wir sind sehr gespannt und wir freuen uns auf das Battle. Let's go. Ey, ganz kurz, ich weiß es nicht, ne? Arbeitet er jetzt wirklich schon im Arbeitsamt? Nein, gell? Das ja, Schauspieler. Die spielen nur diese Rolle, haben alle so, die spielen es nur so. Aber es ist halt witzig, ne? Aber ich würde es glauben. Ja, natürlich. Wer sonst? Wir waren auch live auf TikTok, das muss ich ganz kurz erklären. Und die Leute schreiben so rein, wisst ihr, so wie verarschen euch, ihr uns, aber ihr habt mich komplett hops genommen. Die machen so zu Horner, ja, man darf, glaube ich, so 3-mal am Tag darf man essen, ja? Und das ist so, nein, das war Zeitgott. Das war Dings, probieren. Das, guck mal, also probieren. Wir hatten Kartoffeln im Ofen und musste halt gucken, ob die durch waren. Ich kann die nicht probieren. Da sagen Leute im Chat, hör doch, mal probieren darf man und so, weil 3-mal und so. Zur Zeit, Gott. Ich mach so, oha, so habe ich es nie gemacht. Und so, nee, so habe ich es nie gemacht, so mache ich es nicht. Bruder, die Dachkunst Joker. Teilnehmer, und das ist der Arbeitslose. Skid. Yeah. Hast du ein Sponsoring von Adidas? Nein, Bruder, aber von Arbeitsamt. Sehr, Bruder, sehr stabil. Die geben immer wieder die Zahlen, immer pünktlich. Beste, Mann. Und du hast trotzdem... Oh, das ist lustig, Mann. Das ist lustig. Ja, das kann witzig werden. Sachbearbeiter vom Arbeitsamt. Bruder, richtiger. Sag dir, wie es ist, ja. Er schickt mir Briefe, er sagt, komm, 8 Uhr morgens. Ich denke mir, was für 8 Uhr morgens? Bis 7 Uhr bin ich noch Tipico. Wie soll ich da noch 8 Uhr morgens stehen? Oh nein, ich glaube, ich ändere meine Meinung. Das wird schon witzig. Piss doch deine Augen, Bruder. Wie soll ich das machen? Okay. Ja, hast du Punchlines am Start? Bruder, es wird asozial. Es wird extrem asozial. Ich sag, wie es ist, Alter. Punches sind am Start, direkt ins Maul. Gib ihm, Alter. Ich hab Bock. Ganz, ganz stark. Wir sind gespannt. Let's go. Brrr. Was geht ab, meine Freunde? Mein Name ist 4-7. Herzlich willkommen bei Big Difference. Kommen wir direkt zum nächsten Battle. Wir haben heute was ganz, ganz Besonderes für euch. Das ist einmal Arbeitsamt, Sachbearbeiter und Arbeitsloser. Wir sind immer noch in der Shisha Bar Bless, Rheinstraße 72. Kommt alle vorbei. Wir erwarten jeden. Und ich würde sagen, der Arbeitslose wird anfangen. Let's go. Ich hoffe, du hast Spaß. Let's go. Yeah, check. Ewa. Okay. Yeah, yeah. Ich hoffe, ihr habt Bock auf Bars, Alter. Jetzt geht's ab. Yeah. 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 Hey, yeah, hey. Ich geh nicht arbeiten, weil Papa Gastarbeiter war. Und du bist ein abgemagerter Sachbearbeiter. Guck mal, wie du aussiehst. Ich werd dich mit den Bars rippen. Nicht mal für den deutschen Pass würde ich deine Mom ficken. 400 Euro im Monat, Mann, ich spuck da drauf. Die Kohle ist am dritten schon wie seine Mutter schnell verbraucht. Ich bin ein Parasit und ständig unter Zorn. Ihr könnt mich nicht abschieben, ich bin hier geboren. Beim Jobcenter mache ich auf extra verletzlich. Ich bekomme Hartz IV, doch fahre S63. Oh! Okay. Okay. Jeder kann nacken so. Alle müssen beim Arbeitsamt. Alle arbeitslos, aber alle im BMW oder Mercedes. Ich schwöre, die schlafen in diesem BMW und Mercedes. Los, sag mal, Amigo, euer Steuergeld verzocke ich an einem Tag im Casino. Warum soll ich denn werden, Digga? Ich blamier mich. Die einzige Karriereleiter ist die 140. Man hat
Was geht ab, Digga? Hä? Er nimmt dir das auseinander. Okay, okay. Ich nehm dir dein Handy weg. 8 Stunden Arbeit, Dicker, lass mal, ich tipp Handicap. Ich war draußen und sah mehrere Leichen. Hab gedealt, hab geraucht und schlechte Werte verbreitet. Mama weint, Papa wütend und die Nerven zerreißen. Ich geb mein Fick auf das System, ich muss kein was beweisen. Okay. Okay, aber das ist halt so, ist man drauf stolz? Ja, das ist, guck mal, man denkt sich halt so, okay, die Lines sind gut, er disst ihn gut, aber das, was er sagt, denke ich mir so, nee, ja. Ich weiß nicht, ne? Aber warum, es ist halt, redet er so viel über sich? Ich dachte, er macht ihn mehr so fertig. Ja, dachte auch. Ich dachte so, oder schämst du dich nicht, dass du von Leuten so Geld nimmst und so? Weißt du? Ich dachte, er macht sowas. Ja, ich hatte gute und auch härtere Zeiten. Immer mit den Brüdern auf der Straße Ärger verbreiten. Wenn dich täglich die Probleme und die Schmerzen begleiten, wirst du begreifen, es geht nicht um Bewerbungen schreiben. Okay. Das ist gut. Das ist noch akzeptabel gewesen. Aber ich dachte, er disst mehr ihn, weil sein Diss wäre. Ich hab's ein bisschen schlimmer vorgestellt. Ja. Ich dachte, er nimmt dir das komplett tops. Ja. Aber das ist mehr so, ja, ich, weißt du, so, ich mach, was ich will. So ja, halt ja, so. Ja, genau. Er redet mehr für sich selbst. Aber ich bin jetzt mal gespannt, was der Arbeitsmann sagt. Oh mein Gott! Ganz, ganz stark. Boah. Heftige erste Runde. Heftige erste Runde vom Arbeitslosen. Mach doch mal Lärm für den Arbeitslosen. Ey, sag mal ehrlich, ist dein Lieblingskram, hast du das da? Ja, weil wenn der Sachbearbeiter sagt, hast du dich beworben, hast du das gemacht, ja? Bombe. So, jetzt kommen wir zu der Antwort von dem Arbeitsamt, vom Arbeitsamt Sachbearbeiter. N100, bist du ready? Yeah. Oh, bitte red nur deutlich, kein Genuschel, bitte einfach nur normale Lines. Komm, ich hab auf dich gesetzt. Komm! Du vertrittst Deutschland, komm! Anscheinend ist dein Mantra Hoffen. Oha! Was? Die Stimme klingt voll gut. Oha, Schimmer, du hast schon erschrocken, Digga. Hä, red so, erstes Wort, das klang voll gut. Du hast, was hat der Kopf gesagt? Wie hat es sich gerade angehört, wie dieser eine deutsche Rapper, den magst du so, mit diesen Baseball-Dingern, diese Frau, das ist voll alt, das Musikvideo. Achso, Alarm, Job, das ist ja, das. Ja, ich hab Langeweile, keine Ahnung. Der hat so eine Stimme wie er. Let's go. Anscheinend ist dein Mantra Hoffen. Im Lotto zu gewinnen und es dann verzocken. Ich wollte dir echt helfen, aber langsam fühle ich mich wie deine Ex. Denn du kommst immer wieder angekrochen. Ey! Sowas habe ich erwartet. Nimm dir auseinander. Hab dir so viel schon erklärt. Du hast nie etwas gecheckt. Bist nur hier für den Check. Doch dank Bier ist der auch schon am 10. wieder weg. Du bist am Corner mit dem Jungs, weil bei dir läuft nie was rund. Bevor du einen Job findest, macht Rettmann was in Bund. Bevor du einen Job findest, ist was du damals Kunst. Dein größtes Statussymbol, ein abgemagert. Oh nein, Junge. Unhöflich. Der hat dir doch auch zugehört. Wieso gehst du jetzt ans Handy? Ich höre, vielleicht will er irgend so einen Witz machen. Lass es. Und du bist echt eine Witzfigur. Ich schnipse nur und du tippst Bewerbung schneller ab als im 10-Finger-Kurs. Dein Einkommen so niedrig, dass es langsam bald erfriert. Steuererklärung brauchst du nur, wenn du angehalten wirst. Was haben deine Eltern aus dir gemacht? Jetzt bist du ein Harzer, weil du damals auf der Baumschule warst. Sag's dir noch einmal, Erfolg leitet sich Ausbildung ab. Heute höre ich, du frisst wieder deine Ausbildung ab. Junge! Er nimmt die besser das auseinander. Das meine ich, der nimmt die voll gut auseinander. Er nimmt die besser auseinander. Vermittelt, Junge. Ich glaub, ich kürz hier bald deine Mittel, Junge. Bist ein hoffnungsloser Fall wie von einer Klippe, Junge. Und jetzt sitzt du da vor mir mit deinem Kippenstummel in deinem Mund und sagst, du hättest, was du machen willst, endlich gefunden. Wärst in einem Tunnel mit dem Blick immer auf Summen. Und deswegen hättest du auch Bewerbung schreiben. Leider kein Bock. Aber Typico ist kein Job. Er macht auch Typico ist kein Job. So random gerade. Ey, aber geil. Oh nein, er hat die komplett auseinandergenommen. Da hat sie dann das Gesicht, was ich meinte. Okay, oh mein Gott, ich hab richtig gut gesetzt. Erste Runde geht ans Arbeitsamt. Typico ist kein Job, meine Freunde. Starke, starke erste Runde. Mach nochmal Lärm für den Sachbearbeiter. Hey. Rein da. So ist Level hier bei Big Difference. Kommen wir zu der zweiten Runde vom Arbeitslosen. Ich bin sehr. Jetzt wird der Linke ein bisschen nervös. Ja, ich glaube, der hat damit nicht gerechnet. Ja. 100 drück auf Play, das ist der Beat von einem guten Freund von mir. Komm, anderer Beat. Auf jeden Fall ab. Let's go. Yeah, check.
Der Beat ist aber auch tausendmal besser. Ja, ja, jetzt. Der ist ein bisschen böse. Ja, safe. Yeah, yeah. Ich werd dir deine scheiß Knochen zersieben. Trete deine Tür ein, um dich Opfer zu kriegen. Stürme deine Wohnung mit paar Ochsen und Riesen. Und danach wird dein Maul gestopft mit den Jobcenter-Briefen. Okay, da war gut. Da war, auch gut. Da war, glaub ich, mit der Besten bis jetzt. Tja, morgen. Nervt immer rum, er hätte die übelsten Sorgen. Denkt, er würde seiner Frau gründlich besorgen. Doch warum hat sie sich dann gestern bei mir mündlich beworben? Man, jeder hört es, ich zerstöre dich mit Bars gerade. Und bitte nerv mal. Es ist Ramadan. Ja. Wir lachen über jetzt sowas nicht, ja? Nein, aber auch so. Ich, so was feier das Ding nicht. Ist, ich feiere nicht so, wenn man auf Mutter geht. Auf ich Freundin, weiß, guck mal, Frau, alles. Ja, ja, wenn man auf Mutter, Frau, Freunde oder irgendwas geht. Ich feiere das nicht so, weil ich weiß, ich fühle das nicht. Ich weiß, so, okay, ich weiß. So Cousin zweiten Grades, okay? Ja, ja, sitzt im Bauch. Aber so ersten wow. Grades und so. Ja, normal, normal. Ich weiß, das ist so auf Humor und so, gell? Also wir sind ja nicht behindert. Aber ich finde es einfach nicht so geil. Ja. Mit deiner Maßnahme und eine Frage. Was reimt sich auf Maßnahme? Deine Freundin schluckt meine arbeitslose Schlagsahne. Das ist Ramadan. Yeah, yeah, yeah. Safe jetzt gebrochen. Safe. Ey, Leute, nein! Halbe Stunde davor. Du siehst aus wie dieser Justin Timberlake. Original, aber leider nur auf Wish bestellt. Ich schwänger deine Schwester bei einem Tinder-Date und kassiere danach von dir sogar Kindergeld. Yeah. Yeah. Hey, warte, ich feier das gerade nicht. Er kassiert Kindergeld, verstehst du? Doch, Digga, der war gut. Yeah, ey, was willst du machen, ey? Ey, was willst du machen, Digga? Außer Scheiße erzählen. Ich werde niemals... Ganz kurz, aber was hat Kindergeld mit arbeitslos zu tun? Verstehe ich nicht. Du, hier, das war doch nur eine Line, Mann. Nö, das muss alles so reingehen. Nö, ich feier's nur, weil die auf dem Arbeitsamt gesetzt hat. Ich war, nö, das war nicht nö. Arbeiten gehen. Ey, yo, for seven, ruf schon mal einen Leichenwagen, denn für diesen Typen heißt es endgültig Feierabend. Okay. Hey, stark, stark, stark. Okay, Arbeitsamt. Stark. Let's go. Mach nochmal Lärm für den Arbeitslosen. Die Punchlines waren am Start. Wie fandest du denn deinen? Ich habe nie gesagt, dass ich auf ihn setze, du ja. Du hast gesagt, ja, man kann doch voll viel gegen Arbeitsamt machen. Die so man kann gegen beide viel machen, aber er war schwach, Bruder, muss man sagen. Er war leider nicht so gut. Er war nicht schwach, aber er war auch nicht gut. Ja. Also eigentlich schwach, ja, doch eigentlich schwach. Er war einfach nicht gut, oder? Hochlebe arbeitslos. So, kommen wir zu der letzten Antwort vom Arbeitsamt-Sachbearbeiter. Ich hoffe, deine Kollegen feiern dich alle. Ne? Let's motherfucking go. Okay. Komm. Jetzt zerreiß alles. Eigentlich sind wir gleich, wir beide chillen den ganzen Tag. Nur du wirst dafür gemobbt und ich werde dafür bezahlt. Ey, ja, Digga! Lass ja, das will ich sehen! Was für ein Blockgangster du bist, doch bist häufiger im Jobcenter als ich. Du solltest mal anfangen, das zu hören, was ich sage. Bist kein Patriot, doch hast den ganzen Tag eine Fahne. Wenn man über dich redet, sind kalte Füße keine Phrase. Und sie meinen es, wenn sie sagen, der Arme. Wolltest Fußballprofi werden, warst dir sicher, dass du abreißt. Doch dann hat sich rausgestellt, du kannst nichts. Damals wollte ich ein schlechtes Gefühl, wenn du auf der Bank bist und jetzt stehst du nur noch gesellschaftlich im Abseits. Digga, wirklich, du lebst in einer Märchenwelt. Wolltest boah, das hat ihn persönlich verletzt. Das hat ihn richtig gesagt. Das hat ihn persönlich verletzt. Fernsehen und landest dann bei RTL. Dachtest, damit kannst du deine Schulden decken. Doch sie bezahlten dich mit deiner Schachtel Zigaretten. Du armer Junge, nein, wirklich, du armer Junge. Was du im Monat kriegst, geb ich aus für meine Hunde. Willst du mehr Geld? Er mag Hunde sympathisch. Ey Leute, ihr könnt doch gerade nicht sagen, dass der Arbeitslose besser ist. Ja, ja. Arbeitsamt, obwohl man so denkt, ja, der ist schick angezogen, Allmann und so. Er zersägt. Er hat gerade auseinandergenommen, ja. Doch du warst noch nie wählen, du kennst nur SDP. Wenn ich dich am Blick frag, ich mich. Kein Kanal gelacht, alle so. Politik, Mutter, Bruder, was? Ich nicht SDP, DFD. Warum werden Asoziale vom Sozialstaat unterstützt? Warum helfe ich jemandem, der Gesellschaft gar nichts gibt und wirklich denkt, warte, irgendwas stinkt, hast du das auch? Ah, geh mal duschen, schick nicht alles auf die anderen. Freunde kann man sich auch suchen, jetzt heul nicht rum. Ich ruf dich auf, wenn ich will. Also zieh ne Nummer, warte, setz dich hin und sei still. Behandelt, lass da mal drüber reden. Denkst, ein bisschen mehr zu geben, wird der Staat schon überstehen. Doch eine Sache hast du noch übersehen. Jeder bezahlt Steuern, damit du Schmarotzer überlebst. Das war nicht klar, Junge. Wann kommt die Line, wo er sagt, ey, du zahlst keine Steuern und ja, du hast ja, ja, keine Steuern wegen dir. Bruder, er hat ihn auseinander. Er kriegt doch keine Luft mehr. Ich glaube, er hat auf diesen Moment seit seiner Geburt gewartet. Gerade als er rappt, die ganze Zeit seinen Puls da ist, wurde die Platz gleich.
starke zweite Runde und die geben sich Respekt. Starke zweite Runde vom. Der hat am Abend gesagt, Geld kommt morgen. Er hat gesagt, weißt du was, ich krieg trotzdem dein Geld, ist mir egal, Mann. Sachbearbeiter, mach nochmal Lärm für den Sachbearbeiter. Heftiges Niveau hier bei Big Difference. Schreibt in die Kommentare. Schreibt in die Kommentare, Leute, wen fandet ihr besser? Also ich glaube, ihr tippt beide. Sachbearbeiter oder Arbeitsamt? Ich sag hundertprozentig Arbeitsamt. Safe, Bruder, der hat ehrlich auseinandergenommen. War eine lustige Folge, ich würde sagen, wir sehen uns morgen 21 Uhr. Liken, kommentieren, abonnieren. Tschüss.